Herzlich willkommen zu Let's Play Dead Cells. Über Dead Cells, ein Spiel im Moment im Early Access, habe ich bisher sehr viel, sehr gute Sachen gehört. Und die Videos, die ich dazu gesehen habe, sind auch sehr toll. Es ist ein Roguelite und alles andere werde ich euch mal während des Spiels erzählen. Mit euch gemeinsam starten. Ich spiele es jetzt auch zum ersten Mal. Nur eine Sache, bevor wir loslegen, kann ich euch noch zeigen. Ich habe die Kontrollen ein bisschen umgestellt auf so eine Dark Souls-ähnliche Steuerung. Hüpfen und Rollen habe ich so gelassen, aber ich habe die Angriffe auf die beiden Trigger-Tasten gelegt. Und was sonst auf den Buttons war, habe ich dann hier auf Interagieren und Heilen gelegt. So ein bisschen geändert. Es gibt auch ein Tutorial im Spiel, da werden auch glücklicherweise dann die neuen Keyboard- oder die neuen Controller-Settings benutzt. Ich habe eben nur mal ein Spiel gestartet, um den Sound einzustellen, da sollte alles passen. Und wir starten ein neues Spiel. Und man sieht hier schon zum Start, es hat so ein... Das sind wir, dieses Männchen hier. Er sagt jetzt back already, weil ich halt schon einmal gestartet habe. Well, it doesn't seem to be going all that well for you. Have you noticed how everything seems a little different each time? One could think the island is alive. I wonder if... What do you make of all of this? Kann ich noch mit ihm sprechen? You can do better than this. Also es ist ein Roguelite und es gibt prinzipiell Roguelikes und diese und Roguelites und dieses Genre, das wesentliche Merkmal ist, dass man, wenn man im Spiel stirbt, dass man komplett von vorne anfangen muss. Es gibt praktisch keine Save Games, keine Checkpoints, wo man wieder anfängt, sondern man fängt das Spiel noch von vorne an. Der Unterschied zwischen Roguelikes und Roguelites ist, dass man in Roguelites so Vorteile freischalten kann, die dann für die nächsten Runs bestehen bleiben. Und was das in diesem Spiel ist, werde ich euch noch zeigen. Ich wollte nur mal ganz kurz sagen, das hat ja diesen Pixel-Look. So ein bisschen dieser Oldschool 2D-Scroller. Ich bin kein so Riesenfreund von übermäßigen Pixel-Look in Spielen. Vor allem, da es in den letzten Jahren, finde ich, ein bisschen übertrieben wurde. Aber ich finde den hier richtig, richtig schön. Hier habe ich mich entscheiden können zwischen einer neuen Waffe, was man unten links sieht. Auf RT, also rechter Trigger, habe ich das Schwert. Und für den zweiten Waffenslot konnte ich mir jetzt eine neue Waffe aussuchen. Wenn ich die jetzt hier aufheben möchte, wechselt er dann zwischen dieser sekundären Waffe. Ich nehme mal den Bogen mit, statt des Schildes. Kann hier ein bisschen Gold einsammeln. Ups. Ach ja, genau. Eine Sache, die in Roguelikes und Roguelites fast auch immer dabei ist, ist, dass das Level variiert, dass das so ein bisschen zufallsbasiert ist. Und auch das ist hier der Fall. So. Ups. Ups, jetzt schießt natürlich. Okay, ich muss mich auch erst ein bisschen einspielen. Ich spiele jetzt zum ersten Mal, wie gesagt, vorhin nur einmal den Sound eingestellt. Unten sieht man meine HP. 64 von 100. Ja, guck gerade mal, ob der auch in einem Arc schießt, weil der manchmal so, wenn er ausholt, sieht das immer so aus, aber er schießt nur geradeaus. Das ist sehr nett. Kann ich ihn hier auf den Kopf hauen, hier oben? Nein. Ups, was sind das für Bomben? Die da oben hochwerfen. Es gibt verschiedene Sachen, die ich aufsammle. Manchmal sammle ich so Heilung auf. Das ist das Grüne. Dann gibt es Gold. Das ist das Gelbe. Wupp. Schicken die auch eiskalt? Kann ich hier runter? Nein, eiskalt. Haben die gerade die Tür zugemacht? Und eine Möhre. Ah, 25 HP auf einmal heilen. Noch ein bisschen der Dreck von ihnen rum. Das mit dem Gold und was mit diesen blauen Kreisen auf sich hat, weiß ich schon, weil ich halt ein Video geguckt habe von der GameStar in diesem Fall. Wo das ein bisschen erklärt wurde, wo der Christian Schneider von GameTube. Ich weiß ja auch von GameStar, aber auch von GameTube. Ich kann natürlich mich einfach ducken, anstatt versuchen, da unten durchzurollen. Manchmal ein bisschen einfacher. Und der Klape, der Christian Klapetek. Ne, Christoph, das erzähle ich den Christian. Christoph Klapetek und Christian Schneider, so rum. Das gespielt haben und hat der Christoph das ein bisschen erklärt. Und das sah richtig cool aus. Also mir,
Hab richtig Lust bekommen, das zu spielen. Ups, warum wird eigentlich die Maus die ganze Zeit angezeigt? Mal zur Seite rollen. Ich habe hier einen Teleporter freigeschaltet. Und damit kann man dann zwischen den, wenn man jetzt andere Teleporter findet, dann zwischen diesen Teleportern schnell reisen. Kann ich eigentlich rennen? Das war in den Steuerungen gar nicht da. Vielleicht kann man gar nicht rennen. Ich weiß auch nicht genau, wie der Explosionsradius von diesem... roten Kugeln ist. Ich guck gerade mal, ob hier noch irgendwas rechts ist. Und dann aber die Minimap, was mal ganz praktisch ist. Finde ich gut. Kann immer so einen Double Jump noch machen. Wer ist er denn da oben? Ah, davon habe ich nur gelesen einmal im Steamforum. Also ich weiß, langsam hat sich auch erschöpft, was ich dann weiß. Das ist bisschen Metroidvania-Style. Man kann hier später ein Item finden, mit dem man da so Ranken wachsen lassen kann. Und dann schaltet man neue Gebiete frei. Das kann ich jetzt noch nicht, weil ich das Item noch nicht habe. Aber ich habe eine Kiste gefunden. Bam! Was haben wir? Ice Grenade 2. Active Skill. 5 Sekunden Cooldown. Explodiert und friert in der Nähe befindliche Gegner ein und macht 33 Schaden. Und Damage plus 10 ist, glaube ich, ein Modifier. Und wenn wenn die Gegner sterben, explodieren sie auch noch. Und das habe ich jetzt auf den rechten Button. Okay. Hat das irgendwie einen Counter? Hat das, guck mal, 5 Sekunden. Nee, es scheint keine begrenzte Anwendung zu haben. Und kein Friendly Fire. Das wollte ich jetzt mal austesten an der Stelle. Ah, der nächste Teleporter. Kann ich das aufheben? Nein, und was kann ich hier machen? Reiben. Wahrscheinlich auch was man das später irgendwie machen kann. Jetzt können wir das Teleportieren gleich mal ausprobieren. Da hinten hin. Ja, das scheint auch sinnvoll. Da wurde sogar coolerweise noch angezeigt oben, dass da noch ein Schild liegt. Also falls ich das vergessen habe und später, oder falls ich mir denke, okay, vielleicht brauche ich eine bestimmte Waffe später, das wird in der Minimap angezeigt. Das ist ja sehr cool. Ich war natürlich schon ein bisschen vorher positiv dem Spiel eingestellt. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt schon begeistert. Das spielt sich, das steuert sich astrein. Die paar Sachen jetzt mit der Minimap, mit dem Teleport, wirkt sofort cool. Er schießt doch drüber, du Depp. Muhahaha. Boah, cooles Spiel. Ich mag ja auch Roguelikes und Roguelites. Ich habe auch schon einige auf dem Kanal gespielt. Der hat ein Schild. Okay, wie gehen wir denn damit um? Das habe ich in dem Video, glaube ich, nicht. Au! Muss ja vielleicht durch. Man kann ja durch Gegner ganz gut durchrollen. Und dann von hinten angreifen. Weiß nicht, ob man dann auf den Schild durchbrechen kann, sozusagen staggern, wenn man oft genug angreift. Probieren wir gegebenenfalls mal aus, wenn es sich anbietet, wenn einer alleine ist, nochmal. Das sah gerade aus, als wäre es ein, wo man so... Ah! Da muss man dann springen. Nach unten und springen drücken. Ich dachte gerade, das sieht doch aus wie so ein Mauerstück, wo man durchgehen kann. Aber nur nach unten drücken reicht nicht. Man muss nach unten und die Sprungtaste drücken. Okay. Warum habe ich die Steuerung geändert auf diese Dark Souls-ähnliche Steuerung? Ich weiß nicht, ob man das in dem Spiel braucht, aber ich finde es in Dark Souls immer sehr gut, wenn man die ganzen Movement-Geschichten... wie halt auch springen und rollen und gleichzeitig angreifen kann. Das also ein bisschen kombinieren kann. Und wenn ich das hier jetzt auf A springen habe und auf X angreifen, das gleichzeitig zu drücken, ist nerviger, als wenn ich halt das mit den Trigger-Tasten machen kann. Und das ist sicherlich Geschmackssache und ich bin auch ein bisschen Dark Souls froh, wie das da war. Aber... die springen ganz schön weit. Unterschätzt man manchmal. Okay, man wird sogar selber ein bisschen gestaggert, wenn man in den Schild reinhaut. Das hatte ich eben. Also das ist nicht so sinnvoll. Throwing Knife 1. 14 Damage. Kann ich mir meine Waffen aktuell angucken eigentlich? Da oben. Beginner's Bow. Macht 64. Wird auch in DPS angezeigt. Das finde ich ja sehr cool. Das ist, muss... das finde ich richtig, richtig gut. Also das wirkt auf den ersten Blick schon... ich bin gerade schwer begeistert von allem, was ich so entdecke. Dass der Damage in DPS angezeigt wird, ist der Hammer. Man kann dann selber entscheiden, okay, wie ist die Angriffsgeschwindigkeit von irgendeiner Waffe, ja, auch von dem Bogen zum Beispiel, mag ich das.
Aber DPS ist oft der entscheidende Wert und dann kann ich noch entscheiden, okay, mir gefällt das Angriffsmuster, aber dass das in DPS angezeigt wird, bin ich jetzt gerade schon schwer begeistert. Das Throwing Knife müsste ich jetzt austauschen. Das macht auch noch 40 Schaden über Zeit. Das Coole ist, es greift automatisch Gegner an, die am nächsten sind. Ich probiere es mal aus. Einfach mal, damit wir es mal haben. Kann ich das auch hier runterwerfen? Geht das immer nur... Nein! Ich wollte gerade sagen, ob es nur vertikal fliegt. Das ist aber cool! Okay, ich muss gerade ein bisschen aufpassen. Wir haben über Roguelikes und Roguelites gesprochen. Ich bin gerade ziemlich beschädigt und ich habe noch nichts, was ich irgendwie... nutzen könnte, um mich zu heilen. Hier bin ich übrigens mal vorhin nach unten geklettert, was ich gar nicht wollte. Ich will auf den Vorsprung. Das geht nicht, er geht von dem Vorsprung. Ah, da ist ein bisschen Heilung. Puh, aber nicht viel. Das ist der Bogen, den ich da gelassen habe. 5 HP jetzt gerade noch. Da war ich ein bisschen unvorsichtig, bin ich immer nach unten geklettert, dann hat er diese Bombe geworfen. Hey, was war das denn? Ah, man kann so einen Power-Sprung machen, sozusagen. Jetzt gibt es hier noch ein Schild. Blocks attacks and shakes out any loose gold from your enemy teeth once per enemy. Ich kann mir hier für 1000 Gold kann ich diese Tür aufmachen. Und erhöht meine HP um 1. Das heißt, um 1 habe ich 101. Ne, okay, 141. Das ist dann doch ein bisschen mehr. Jetzt habe ich trotzdem nur 8. Jetzt muss ich mal irgendwo eine Heilung finden. Eigentlich irgendeine Möglichkeit zu beeinflussen, wie weit das geworden ist, oder ist das immer gleich? Nein, ist immer gleich, okay. Ah, ich habe Schiss vor denen jetzt. Ich habe so wenig HP. Okay, so hoch kann er auch nicht werfen, leider. Bisschen schissig gerade. Muhahaha. Ich dachte mal, weil da manchmal so grüne Sachen liegen, dass die mich mitteilen, aber ich habe jetzt mal drauf geachtet. Nope. Immer noch nur 8. Bisschen schissig jetzt. Ich will jetzt hier nicht sterben. Bin doch schon so weit im Spiel. Ist ja praktisch was durchgespielt. Hier sieht man diese Ranke. Wieder, die ich dann wachsen lassen kann, dann komme ich da oben hin. Das sieht wie so ein Heilungsanhänger aus. Den brauche ich doch. What's this? Nein! Geh weg! Fieser Fucker. Ah! Nein, nein, ich wusste es! Da kam der von rechts angesprungen. Diese Sau. Und ich habe natürlich jetzt noch keine Verbesserung freigeschaltet, die das alles besser macht. Alles umsonst. Aber natürlich, wir sind einfach erfahrener. Noch besser als vorhin. Noch besser. No. Was hat der jetzt hier zu sagen? Ihr lacht mich da aus. Jetzt sieht es aber cool aus. It's you doing this, isn't it? Of course, you're working on it. Like all the rest. Interessant war es aber noch eine Geschichte wohl. Probier mal den Schild. Den habe ich jetzt noch nicht gehabt. Man kann den Schild nicht einfach so draußen haben die ganze Zeit und dann rumlaufen im Block. Man muss das timen. Auch nicht so einfach dann. Nehme ich doch lieber. Nehme ich doch lieber den Bogen. Ich dachte gerade, den Bogen weggeschmissen. Nein. Ups. Wer ist das denn? I know what you've done. Ich habe gar nichts gemacht. Yes. I know all of your little secrets. And I'm noting it all down in my little book. That's my job. You've been killing things, I see. Game Stats. Coming soon. Haha. Early Access. Okay. Der schreibt das dann schon auf, was ich so mache. Tja. Ist wohl jemand der bessere Bogenschütze. Ja.
war es auch jemand, der bessere. Man kann auch unten schießen, ist ja geil. Pfeil ins Knie. Ja, du kannst das nicht, ne? Zum Blut für dich. Also wenn man... Das ist... Autsch. Ich dachte, man kann durchschießen. Wenn man... das mag ich nicht ganz genau. Manchmal bin ich noch zu nah, dann klettert er schon runter, obwohl ich dann eher... Ja, genau. Aber es ist wahrscheinlich einfach Übungssache. Mir gefällt das, sagen wir es mal so, das Placement sind irgendwie ein bisschen blöd, wenn man dann gerade... Ja, was habe ich da gefunden? War jetzt oft so, dass ich dann genau da bei der Kette gelandet bin und runtergeklettert, wo ich das gar nicht wollte. Rare Blueprint. Ich glaube, Blueprints, da bin ich ja nicht ganz sicher, sind auch Sachen, die man permanent freischaltet. Das sind also Baupläne. Keine Ahnung, wo ich die angucken kann. Vielleicht auch nur an einer bestimmten Stelle. Und kann damit... Ich weiß nicht, wie Blueprints funktionieren, weiß ich ja nicht. Das werden wir noch rausfinden. Ah! Ich habe vor denen einigermaßen Respekt. Man muss ihn nur da provozieren, irgendwo ihre Bombe hinzuschmeißen und dann ihn geschickt ausweichen. In dem Geschicktsein bin ich ziemlich geschickt. Teleporter freigeschaltet. Gucken wir mal erstmal hier lang. Unten. Man kann leider nicht keine Walljumps machen. Ich dagegen springen und dann nach links. Es sei denn, ich bin zu doof dafür, aber ich glaube, es geht nicht. Yes. Bam. Tritt ja auch ganz cool auf. Electric Whip automatically targets the closest enemy. Das heißt, dieses Damage plus 10%, ist das ein Modifier auf der Waffe? Oder gilt das für alles? Wenn das Target schon brennt, macht es noch mehr Schaden. Aha. Probieren wir es mal aus. Das ist der Hammer. Gleich nochmal die Schadenswerte. Okay, also, wir haben 120 DPS, das rostige Schwert, dann eine Fernkampfwaffe. Jetzt könnte ich eigentlich Electric Whip als Main-Waffe. Ja, der hat eine gute Reichweite. Probieren wir es mal. Die Electric Whip. Macht weniger Schaden. Aber. Jetzt kann ich zwischen dem beiden. Das rostige Schwert ist da. Scroll of Power ist da hinten noch. Hab ich noch nicht genutzt. Was ist da denn los? Ist das noch nicht aufgehoben? Weapon Damage. Ich gehe mal auf HP erstmal. Bin noch ein Schisser. Okay, was soll denn diese Tür hier, die ins Nichts führt? Da ist doch irgendwas. Oder auch nicht. Ja, DPS ist bei mir jetzt schon deutlich höher, aber die Reichweite ist sehr nice. Man macht Bonusschaden bei brennenden Zielen. Das könnte natürlich ganz cool sein. Ich muss gar nicht so panisch auf die Bomben reagieren. Man hat ja ein bisschen Zeit zu reagieren. Okay, ein Gefühl für die Reichweite bekommen. Nice. Die Peitsche gefällt mir ja richtig. Da habe ich noch Sturdy Shield. Nee. Gut, wer ist er denn?
Everything is for sale. What can I do for you? Are you going to buy something or are you just hanging around? You know, this is going to get old. Buy something or get out of here. Was? He's got your head? Man hat ja keinen Kopf. Das ist am Anfang einmal gesagt. Was hat er gesagt mit meinem Kopf? Das will ich nochmal sehen. He's got his head. In the clouds. Achso, es geht um uns. Jetzt kann ich für Gold hier irgendwas kaufen, wenn ich genug Gold hätte. Was gäbe es denn so? Eine Granate. Ich habe vorhin schon mal Twin Daggers mit mehr DPS. Die haben wahrscheinlich eine kurze Reichweite. Und können critten. Eine Falle kaufen und ein goldenes Amulett. Aber ich kann mir alles nicht leisten. Sehr gut. Muss auf die Minimap schauen, da geht es hier unten noch weiter. Ich müsste Sachen verkaufen können. Komm her, ich verkaufe dir meinen Shit. Finde ich aber eigentlich ganz gut, dass man Sachen nicht verkaufen kann. Dann muss man nicht immer noch denken. Nice. Das kommt meinem Spieß im Moment entgegen, weil ich halt noch kein so gutes Gefühl dafür habe. Und es geht nach unten. Nice. Kurz reiben. Trinkt man nichts. Oh, können wir mal gucken, ob das irgendwas interagiert mit dem anderen. Bestimmt kann man das irgendwie teleportieren, wenn man das später halt das irgendwie unlockt. Noch mit gegen die mit einem Schild gar nicht so schlecht. Ups. Okay, muss er trotzdem mit dem Rücken zu mir stehen. Wäre auch ein bisschen zu einfach sonst. Komm, wirf sie hoch. Ah, ah, ah! Gut, der hat mich dann trotzdem noch erwischt. Der war doch gestunt. Anscheinend nicht. Ja, den HP war sonst schon ein bisschen. Ich will nicht schon wieder sterben. Das wäre peinlich. Teleporter muss auch nur in der Nähe sein. Muss die nicht direkt aktivieren. Okay. Hier geht's irgendwo raus. Will ich aber noch nicht. Hier ist ja direkt ein Teleporter in der Nähe. Das heißt, ich kann da auch wieder hin. Ich habe noch ein bisschen was zu tun in dem Level. Da ist die Flashbang. Die ist irgendwie bei dieser Rubbelstatue. Man sieht die Türen auch. Da hat man noch ein bisschen manchmal ein Gefühl dafür. Jetzt hier unten rechts, wo ich gedacht habe, muss auch. Ne, das sind keine Türen, oder? Das sind diese gepunkteten Sachen, sind eher die, wo man hochklettern kann. Oben ist das rostige Schwert. Und da geht's noch weiter. Ich will noch ganz kurz da reingucken. Was war denn da links hier? Wo ist denn das Rot? Ach, da war der Händler. Ah, okay. Das war das. Ich gehe erstmal oben weiter. Dass wir so eine Wachseranke. Aha. Neuer Blueprint. Bloodsword. Okay. Warum nicht? Wie gesagt, jetzt habe ich eben schon mal gesagt, ich sag's noch einmal und dann werde ich es nicht ständig nochmal sagen, hoffentlich. Ich bin schon mit so einer positiven Einstellung und Vorfreude auf das Spiel zugegangen. Aber Halleluja, das macht voll Spaß. Das ist voll gut. Ah. Okay. So weit hätte ich nicht gedacht, dass es reicht, aber tut es. Throwing Knife müsste ich austauschen. Cause Bleeding Damage. Nee. Behalte ich lieber den Bogen. Ist so eine Rubbelstatue. Ah, ich kann mit dem rechten Trigger so ein bisschen den Bildschirmausschnitt verschieben. Was ganz praktisch sein kann. Cool, cool, cool. Ja, nach oben kann man da nicht angreifen. Ist ja auch ein bisschen zu einfach.
Gibt's Fall Damage eigentlich? Bin ich gar nicht drauf geachtet. Bin ich schon so low? Sieht auf der Karte aus, als hätte ich hier alles gemacht sonst. Man kann so ein bisschen in der Luft angreifen, ist eigentlich auch für die Fortbewegung gar nicht verkehrt. Ich will da rein! Wie komme ich denn da hin? Guck mal ganz kurz, guck mal von oben da irgendwie hin. Irgendwie von unten rankommen. Guck mal auf der Karte mir das nochmal an. Ne? Irgendwas habe ich doch da verpasst. Ich habe jetzt Angst vor Fall Damage. Habe ich nicht drauf geachtet. Puh, da bin ich relativ. Man wird kurz betäubt. Okay, aber ich habe keinen Schaden bekommen. Ah, hier ist eine Ranke. Habe ich übersehen. Tolle Ranke. Ranke werden, glaube ich, nicht auf der Karte angezeigt, oder? Karte, kann ich die Karte so aufrufen? Ja. Nee, das wäre irgendwie doch mal ganz gut. Das muss man sich merken. Eine Batterie. Soll man eine Batterie genau bringen? Dann gucken wir doch mal. Promenade of the Condemned. Gegner respawnen nicht, oder? Anscheinend nicht. Vielleicht, wenn ich das Gebiet verlasse. Aber einfach so nicht. Das ist auch mal ganz hilfreich. Wer ist er denn? You again. Interesting. I'm the collector and I'm about to close the thing the company you will get down here. In exchange for the cells you pillage from your foes, I can provide you with a few useful items. If you uncover any blueprints, habe ich, I may be able to provide you with some more experimental items. Also, das ist jetzt diese blauen Zellen, von denen wir 13 Stück eingesammelt haben. Und die kann man jetzt ausgeben. Oben sind Kategorien, entweder alles, das sind der Beutel, wahrscheinlich so Utility-Items, Waffen und Abilities, die man auf den Buttons dann hat. Ich kann mir eh jetzt nur, eigentlich nur das hier leisten. Eine Flask. Das ist ja auch wieder Dark Souls. You now own a flask you can use at any time. Okay, die wird auch Charges haben. Wahrscheinlich 5 wieder steht oder so. Vielleicht kann man die auch wieder aufladen. Ich kann mit Y unavailable items verstecken. Dann sehe ich, dass ich nur das kaufen kann. Kann die Sachen ändern. Egal, ich kaufe mir das jetzt mal. Kann ich das sozusagen aufladen, oder was? Permanent Improvement. Ach so, ich muss praktisch eine bestimmte Anzahl von Zellen investieren, um das freizuschalten. Jetzt habe ich die Healing Potion 1 freigeschaltet. Und das war eine Sache, die ich auch noch weiß jetzt, ist, dass man... Ich kann das Gebiet praktisch jetzt nicht verlassen. Erstmal noch, everything you buy here is yours forever. Also man behält das. Selbst wenn man stirbt, das ist halt der Roguelite-Aspekt. Simply put, if you want more power, then bring me more cells. Now, prisoner. Out of my sight! Your presence grows tiring. Und ich glaube, ich kann das Gebiet nicht verlassen, wenn ich nicht alle Zellen ausgegeben habe. Ich probiere es mit dem Heilen jetzt mal aus. Da muss ich gedrückt halten. Das ist eine einmalige Anwendung, oder was? Das war ein bisschen bitter. Kann ich denn jetzt machen? Healing Potion 2 für... Kann ich die nicht nochmal kaufen? Ach nee, die Flask habe ich immer wieder. Okay. Ah, guck mal. Gold Recovery kann man freischalten. Man behält 25% des Goldes, wenn man stirbt. Ich kann ein... Die Sache habe ich jetzt erst freigeschaltet. Okay. Ich kann eine Eisgranat kaufen für 10. Kann ich also alles nicht wirklich kaufen. Kann nur Sachen kaufen, die höchstens 5 kosten. Bloodsword. Ach, das habe ich dann ja immer freigeschaltet. Stimmt, das habe ich dann für die nächsten Male immer. Da steht aber gar nicht... Das ist nicht ein bisschen komisch gerade, dass da gar nicht
Das fehlt jetzt ein bisschen. Steht gar nicht DPS der Waffe. Wahrscheinlich kennt man die irgendwann. Ich kenne ja die Electric Whip jetzt schon. Whip. Aber... von Waffen, die man nicht kennt, ist das, da hilft das gar nicht so viel. Ich finde die die Whip eigentlich ganz geil. Ich will das gar nicht jetzt irgendwie groß ändern. Dann investiere ich jetzt Flashbang. Grenade, Ice Grenade. Müssen wir eine besseren Heiltrank für irgendwann. Wahrscheinlich muss man den irgendwo. Kann ich mit ihm reden? Okay, dann geht nur das. Den Heiltrank immer irgendwo wieder aufladen. Aber Heiltrank ist erstmal prinzipiell eine gute Sache, eine Flask. Vielleicht hätte ich auch später irgendwann mehr Charges. Kann ich mal ganz genau gucken, stand das denn da? Ah, zwei Charges. Aber ganz schön teuer. Ah! Plop. Eine Füllung. Oh, Health Restored. Ah, okay, das erhöht auch heilt mich immer komplett. Verstehe. The Promenade of the Condemned. Kann ich nicht hoch genug springen, dass sich da festhält? Gott. Mal austesten, was gefährlich ist. Komme ich da auch wieder zurück? Nope. Okay. Flup, flup. Ah! What the fuck? Alter. Geht's noch? Wie ist der denn drauf? Dafür sippe ich dich jetzt hier weg. Schau mal, kann ich vielleicht mit dem, wenn ich es mit dem Angriff verbinde? Ah, ich kann ein bisschen in der Luft schweben sozusagen, aber ich komme nicht wirklich vorwärts. Und rennen kann man ja nicht. Nee. Na gut, lassen wir das mal. Ich glaube, es geht nicht. Hä? Gewöhne ich mich an die Whip und werde zum Voll-Noob, weil es die Noob-Waffe ist. Macht halt auch weniger DPS, aber sie ist halt auch mal ganz praktisch, ne? Und praktisch, da stehe ich drauf. Nicht einfach Türen auch immer stumpf kaputt machen, ne? Teleporter. Okay, muss erstmal 9. Das ist der schon wieder. Vor dem habe ich jetzt schon Respekt. Ah! Und so ein blöder Vogel. Ich glaube, es hackt. Geht weg. Zwei Zellen. Nice. Was sind das da oben? Ha! Yes! Weapon Damage Increase kann ich jetzt angucken. 126 DPS und 92. Das ist aber ganz schön gewachsen. War es nicht vorhin 88? Ist noch irgendwas anders passiert? Ist auch Electric Whip 2. Und der Beginnersbau war doch 64. Kann ich sagen, dass euch eine Stärke das so krass ansteigt? Vielleicht kann es schon sein. Das wäre aber ziemlich krass. Ah, unten wird der Timer angezeigt. Ist auch witzig. Habe ich noch gar nicht gesehen. Wie lange man schon mit dabei ist. Okay, da sind... Stimmt, den Bogen habe ich ja ganz vergessen. Whoa! Ob man dann instant stirbt bei solchen Sachen? Oder es aber nur viel Schaden macht? Out! Okay, man stirbt nicht instant. Haben das auch mal ausprobiert.
Alles für euch. Alleine wäre ich natürlich nie reingefallen. Alles für die Wissenschaft. Warum sind jetzt manche von denen so mit so einem Schild versehen? Was ist da denn los? Wer macht denn das? Das ist einer, der es verbessert. Ah, das ist diese Puppe da. Komm du mir mal nach Hause. So. Jetzt macht es sich schon ein bisschen bizarr, finde ich, mit der Steuerung. Also ich mache das noch nicht super. Aber prinzipiell, dass ich halt hüpfen und rollen kann und gleichzeitig angreifen, das ist schon gut so. Wird bestimmt bald als Standardsteuerung mit eingestellt. Dark Souls Martin Lee Steuerung. Mein Name wird auch mit erwähnt, weil ich der Erste war, der es hier bei Dead Cells mit eingestellt hat. Gerade ein bisschen Schiss, dass ich hier blöd in so eine Stachelfalle falle. Deswegen heißen die auch Fallen, weil man da reinfallen kann. Ich bin auch ein bisschen Timing gefragt jetzt. Okay, so geht's natürlich auch. Moin. Ich habe schon mal gesagt, dass das Spiel der Hammer ist. Ich glaube noch nicht. Wut. Geil. Kann nicht kaputt machen, oder? Wie cool. Das hat so einen Oldschool-Charme, diese Dinge. Noch ein Teleporter. 1000 Mark. Ne, 1200 Mark. Ja, die müssen wir jetzt mal schnell uns holen. Der Teleporter-Effekt ist auch geil. Gibt es irgendwas in dem Spiel, was eigentlich nicht geil ist? Schau mal. Der Let's Player ist auch geil. So, jetzt gucken wir nochmal genau rein. 126 und 92. 180, 131. Okay, das ist spürbar. Okay, hier ist hier so eine Akku. Ich mach die Tür jetzt mal kaputt. Was denn das? Kurz bevor ich mich darum kümmere, erstmal noch den Spinner ausschalten. The door was sealed 13 minutes, 10 seconds ago. Too bad. Was? Da ist das ein Timer, da muss ich praktisch. Boah, das ist ja cool. Das heißt, wenn man diese Tür aufmachen möchte, oder überhaupt so eine Tür, von der man weiß, dass sie prinzipiell existiert, muss man halt komplett losrennen. Und in, weiß ich nicht, in 3,5 Minuten hier sein. Was für eine coole Idee! Was für ein geiles Spiel! Ist das der Hammer? Ich krieg mich gar nicht mehr ein. Ich bin hin und weg von diesem Hammer-Spiel. Die Whip. Ich sag das gerade irgendwie so ein bisschen blöd, muss ich die ganze Zeit machen. Aber die Whip ist natürlich auch richtig gut gegen fliegende Gegner. Das sehe ich gerade, merke ich gerade. Aha. So viel dazu. Das wird ja immer besser und besser. Fantastisch. Fantastisches Spiel. Ja. Oh. Okay, ich habe gedacht, so Secrets muss ich hinterwenden, aber auch an so einer kleinen Stelle. Malachit. Probably fake. But you should be able to trick a poor soul into buying it for 300 gold. Ah, jetzt könnte ich nach unten. Wo ist denn der? Wo ist? Ich kann auch zum nächsten Teleporter eben. Da stirb ich bestimmt nicht auf dem Weg. Nee, tue ich auch nicht, weil ich mich hier ist. Praktisch. Tschüss.
choose one of your three stats to improve. Also da gibt's die HP, hatten wir ja schon mal. Skill. Ich habe jetzt noch nicht mal was gefunden oder gekauft, was ich dafür brauche. Entweder Weapon Damage oder Stärke. Weapon Damage. 257 DPS! Das hält sie am Kopf nicht aus. Und bevor mir wirklich hier noch der Kopf platzt, weil es einfach alles der blanke Wahnsinn. Also ich glaube, man kann speichern. Man muss noch nicht am Stück realisieren, dann speichern kann. Continue. Geht auch alles. Hoffentlich ein Ratzfatz, ja. Bevor mir wirklich in dieser Folge noch der Kopf platzt, weil alles so geil ist, dass man das ja kaum aushält, mache ich eine Pause. Und ich spiele gleich weiter. Hammer, hammer geiles Spiel. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Was haltet ihr von dem Spiel? Habt ihr es durch mich entdeckt? Kennt ihr es schon? Spielt ihr es selber? Habt ihr es woanders gesehen? Mögt ihr solche Art von Spielen? Wenn ihr dieses Spiel nicht mögt, warum seid ihr komisch? Und wie lange seid ihr schon komisch? Meine Herren, lange nicht mehr so begeistert gewesen in so kurzer Zeit von dem Spiel wie von Dead Cells. Ich freue mich wahnsinnig auf die zweite Folge. Schaut unbedingt rein. Ich mache dann, sobald die zweite Folge erscheint, auch wieder hier diese Endkarte. Dann könnt ihr direkt draufklicken und weiterschauen. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, guckt euch auch andere Let's Plays von mir an. Die sind nämlich genauso gut, wenn nicht noch besser. Und wenn ihr schon lange Zuschauer seid, dann seid ihr eh super. Also, weiter geht's in der zweiten Folge. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Bis dann.